Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In dieser Ausgabe beginnen wir mit dem Film Doolittle, beziehungsweise eigentlich heißt er ja Die fantastische Reise des Dr. Doolittle, und eigentlich ist das irgendwie auch ein ganz anderer Doolittle, als ich den in meiner Kindheit kennengelernt habe, denn er wird unter anderem von Robert Downey Jr. gespielt, einen Herren, den wir spätestens in seinem MCU sehr gut kennen. Leider aber sicher kriegt der Film tierisch eins auf die Mütze, und warum das so ist und warum es vielleicht auch Aspekte gibt, die man sich trotzdem geben kann, das kriegt ihr raus, indem ihr dem Doppel von dem lieben Steffen und dem Max lauscht. Die beiden waren für uns in den Pressevorführungen in verschiedenen Städten Deutschlands und haben sich hier nochmal im Internet getroffen und diesen Film für euch besprochen. Im Anschluss, dann gibt es noch ein moderiertes Doppel zum Film Darkroom. Das ist ein Film, von dem habe ich ein Plakat gesehen bei den White Knights vom Fantasy Filmfest. Dort waren sie ganz groß plakatiert, und nun war es der Flo, der sich für uns diesen Film angeschaut hat. Als Pressescreener haben wir den von der Agentur bekommen, und der Stu hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Ja, und ich sag mal so, die beiden Herren haben die Chance genutzt und ein paar Darkroom-Witze gerissen. Müsst ihr euch anhören. Ja, und im Anschluss gibt es noch ein Triple zum Film Kartoffelsalat 3, das Musical. Und haltet euch fest, Kartoffelsalat 3 ist eigentlich gar nicht der dritte, sondern der zweite Teil. Aber weil die Macher wohl keinen Bock auf zweite Teile haben und die immer schlechter sind als die ersten, haben sie gleich den dritten gedreht. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist die Begründung für den Titel von Kartoffelsalat 3, und hier war es glücklicherweise so, dass ich Lasse, Paul und Anna für uns diesen Pressescreener angeschaut haben. Ein Film, von dem ich noch gar nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Der erste war ja relativ umstritten, hatte wohl diverse YouTuber ja eben im Zentrum, im Fokus, die hier irgendwelche Rollen gespielt haben. Ich schaue gerade mal auf das Plakat von Kartoffelsalat 3 und ich sag euch, ich kenne hier kein Schwein, ich weiß nicht, wer das ist. Aber der Lasse kann da ein bisschen Einblick geben, denn der war beim ersten Teil irgendwie beteiligt, beziehungsweise er kennt Leute, die da beteiligt gewesen sind. Das ist alles total speziell, müsst ihr euch anhören. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr uns hinterlassen könnt auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload, genauso auch beim Blog, das ihr unter tele-stammtisch.de findet. Ebenso würden wir uns freuen über Bewertungen auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google und auf vielen weiteren Plattformen. Könnt ihr uns bewerten, das wäre toll, denn Bewertungen helfen Podcasts wie uns. Yo, 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 bis zum nächsten Mal und ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin euer Host für den heutigen Cast, Max mein Name, und ich bin hier mit dem Steffen. Grüß dich. Guten Tag. Und wir beide, wir haben uns bereit erklärt, die fantastische Reise des Dr. Doolittle zu gucken und zu besprechen. Wer den Film nicht kennt, hier ein paar Fakten. Und zwar handelt es sich um den neuen Film mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, unter anderem auch Michael Sheen und Antonio Banderas und einige Jungschauspieler, deren Namen ich nicht kenne. FSK ist 6, also ja, wird wohl ein Kinderfilm sein, und das Startdatum ist der 30.01.2020. Regie führte Stephen Gaghan, und ja, was die Handlung angeht, da kann uns jetzt der Steffen ein paar Worte dazu sagen. Genau, also es geht los mit dem titelgebenden Dr. Doolittle. Der hat früher mal ganz viele Abenteuer im Dschungel erlebt, zusammen mit seiner damals noch Frau. Die ist dann auf einer Schiffsreise gestorben, und er trauert ihr so ein kleines bisschen nach und verschanzt sich in seinem Anwesen, das er von der Königin von England bekommen hat. Und eines Tages, oh Gott, ich habe den Namen von diesem Kind nicht drauf, auf jeden Fall ein kleiner Junge, der mit seinen erwachsenen Familienmitgliedern auf der Jagd ist und eigentlich Ententod schießen soll, trifft versehentlich ein Eichhörnchen und wird dann von einem merkwürdig im Wald herumfliegenden Papageien eben zu diesem Anwesen geführt trifft dort auf Dr. Doolittle, der eben dieses Eichhörnchen wieder heilen soll, operieren soll. Und Dr. Doolittle ist aber schon, wie gesagt, ich glaube, in der Filmhandlung 7 Jahre in diesem Anwesen verschollen und kommt auch nicht mehr raus und möchte von Menschen eigentlich auch nichts wissen. Und lässt sich also auch nur schwer dazu überreden, dieses Eichhörnchen zu operieren. Zeitgleich kommt, ich würde sagen, eine Prinzessin der Königin, des Königshauses, auch mit auf dieses Anwesen und sagt, dass die Königin eben im Sterben liegt und dass Dr. Doolittle doch bitte die Königin auch heilt. Das macht er
halt auch nicht gerne. Und erst als er halt so mitkriegt, dass das Anwesen, das ganze Grundstück eben durch die Königin überhaupt erst ihm ermöglicht worden ist und dass ihm das alles geraubt wird, sollte die Königin eben sterben. Das ist für ihn Motivation genug, eben seinen ganzen Trupp an Tieren mitzunehmen und dann nach einer Lösung zu suchen, die Königin eben dann auch zu heilen. Er begibt sich dann auf eine Schiffsreise zusammen mit dem kleinen Jungen und einer ganzen Gruppe voller verschiedener Tiere. Und von der Rolle, die Michael Sheen spielt, wird er halt dabei so ein bisschen behindert. Also er soll eben nicht dieses Heilmittel finden. Und das ist so eine Schnitzeljagd, die sich jetzt eben ja so ein bisschen auf den Bildschirm verzieht, genau. Ja, also im Gegensatz zu der Dr. Doolittle-Verfilmung aus dem Jahr 1998, ich glaube, das war dann mit Eddie Murphy, haben wir es hier, glaube ich, mit eher ja, originärerem Stoff zu tun, zumindest so wie die Kinderbücher früher waren. Ich weiß nicht, kanntest du die Dr. Doolittle-Bücher oder die vorherigen Geschichten oder war das jetzt dein erster Kontakt mit Dr. Doolittle? Also ich kenne natürlich die Eddie Murphy-Filme, die hatte ich schon gesehen, als sie damals ins Kino kamen. Wir haben gestern so ein bisschen als Hausaufgabe die erste Verfilmung aus den 60ern geguckt. Okay. Die stilistisch einen ganz ähnlichen Weg geht, also wo eben auch sehr fantastische Geschichten erzählt werden, wo aber nochmal auf einen stärkeren Fantasy-Aspekt nochmal Wert gelegt wird. Also sind sehr viele Fantasietiere auch mit dabei. Also das ist hier ja doch verhältnismäßig bis aufs Ende vielleicht ein bisschen verhältnismäßig realistisch gehalten. Mhm. Aber in der 60er-Jahre-Verfilmung sind da auch ein paar sehr verrückte Fantasietiere dabei. Also jetzt habe ich ein bisschen mitbekommen, dass in den USA, der Film läuft da ja schon, es so zu sein scheint, dass Dr. Doolittle ein Millionengrab wird. Und ich habe in verschiedenen Kritiken auch schon mitbekommen, dass er ziemlich zerrissen wird. Jetzt habe ich den Film gestern gesehen, bei dir ist es heute, wir sind relativ frisch dran und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin gestern ins Kino gegangen und habe mir schon gedacht, naja gut, okay, wahrscheinlich wird es ein ziemlicher Schwachsinn werden, aber ich fand den ehrlich gesagt gar nicht so übel zu Beginn. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Also er fängt eigentlich ganz sympathisch an. Also Robert Downey Jr., der hier als Dr. Doolittle so ein bisschen wie so ein Eremit in seinem Haus vor sich hin vegetiert, so mit den Tieren spricht und sowas, das ist noch ganz sympathisch. Dann auch die verschiedenen Tiercharaktere, die so durch die Räume laufen und so ihren eigenen Humor mitbringen. Weiß nicht, der Gorilla, der so ein bisschen ängstlich ist, der Eisbär, der immer friert. Und also das sind zwar alles so Typen, die lernt man relativ schnell kennen. Aber es ist, also du sagtest am Anfang schon, das wäre wahrscheinlich ein Kinderfilm. Es ist alles halt sehr simpel gehalten und also auch vielleicht verständlich. Und also ich habe mich also auch so ein bisschen in die Rolle eines Kindes versetzt während des Guckens und ich habe immer so einen Eindruck gehabt, der Film nimmt sein Publikum nicht ernst. Also weil die Gags halt derartig flach sind, dass das also schon also im Laufe der Handlung nur noch anstrengend wird irgendwie. Es ist so, also ich habe mir gestern zur Mitte des Films gedacht, ich muss ganz kurz noch schnell zurückgehen. Der Anfang des Films beginnt mit einer sehr schönen animierten Sequenz, die ein bisschen so an diese Scanner Darkly oder ich glaube, es gibt jetzt eine Serie auf Prime, Undone heißt die ein bisschen so in diesem Rotoscoping-Effekt, bla bla bla, Nerd-Gefasel, dargestellt wurde. Die animierte Sequenz fand ich sehr stark und habe mir eigentlich mehr oder weniger fast gewünscht, wow, warum nicht einen Film in dem Stil machen? Gut, dann ist es zur Realverfilmung geworden. Und ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt, als dann die Tiere, ja, beziehungsweise vor allem das Eichhörnchen zu sprechen begann, da ging für mich alles den Bach runter. Also ich will es jetzt nicht so dramatisch ausdrücken, aber das, was du, glaube ich, mit flachem Humor meintest, das lag für mich vor allem daran, dass diese Tiere ziemlich, ja, ich würde jetzt sagen, sehr, sehr dumme One-Liner und Dialoge immer wieder irgendwie so rauspressten. Das kann man streckenweise vor wie, ja, als hätte irgendjemand, der es überhaupt nicht kann, versucht, Deadpool-Dialoge in diese Tiere reinzubringen. Ich weiß nicht, ist das für dich auch so ein Grund gewesen, dass du sagst, hey, nimm das Publikum nicht ernst?
Ja, die haben halt versucht, diesen amerikanischen Comedy-Ton, den es ja so gibt, so diese schnellen Schlagabtausche, die schnellen Schnitte auch zwischen den Charakteren. Gibt so diesen, weiß nicht, wie man das nennt, aber so diesen Gegenstandshumor, der immer wieder in diesem Film vorkommt. Also es gibt da diese Szene mit diesem Sellerie. Das kommt bei den ganzen Film immer wieder über dieser Gag. Und der ist halt nach dem dritten Mal schon nicht mehr lustig. Und so. Das sind so Dinge, die wiederholen sich dann auch immer wieder. Man hat es halt auch nicht geschafft, den Tieren, die ja dann doch einen Großteil der Handlung und der Szenen auch mitgestalten, denen halt eine richtige Persönlichkeit zu geben, sondern das sind halt wirklich laufende Ängste, so in dem Sinne, so Klischees halt. Ne, der Strauß, der mit Socken rumläuft und das ist so, also ich fand's, also es hätte entweder deutlich mehr ein Kinderfilm sein müssen oder mehr stärker eine Familienkomödie. Es war irgendwas dazwischen. Ja. Und Robert Downey Jr. machte für mich die ganze Zeit den Eindruck, als hätte er nicht so richtig Lust gehabt. Also als wäre er so ein bisschen, ja, ich mache das jetzt mal, bei Avengers bin ich ja durch im Marvel-Universum, da mache ich ja jetzt nichts mehr, da habe ich ja alles abgearbeitet. Ich gucke mal, was ich so als nächstes mache. Auch hier lassen sie mich nochmal Dr. Doolittle spielen. Das wäre für ihn eigentlich eine richtig passende Rolle, weil er ja auch schon ein bisschen was älter ist und man ihm auch so diesen zauseligen alten Typen auch wohl abkauft. Aber er hat halt nicht so richtig Lust. Also er läuft hier so durch die Szenen und grinst mal ein bisschen. Und das sieht man so auch der ganzen Machart dieses Films an. Das ist so, diese Szenen sind alle so ein bisschen aneinander geklatscht und so, ohne großartig miteinander verbunden zu sein. Es wirkt alles so ein bisschen bemüht. Na, ich meine, ich habe als Zuschauer schon keine Bindung zu den Tieren irgendwie bekommen oder zu den Figuren an sich. Ja, ich finde, mir war auch der Junge total wurscht. Und der Bösewicht, den fand ich einfach echt nur wie so ein Abziehbild von so einem, ja, was weiß ich, keine Ahnung, wie man die nennt, so ein Gargamel-Verschnitt, keine Ahnung. So richtig böse war er nicht, aber beziehungsweise er hat schon sehr böse Absichten gehabt, aber dafür war er dann auch nicht böse genug. Also es war nie so richtig Fisch oder Fleisch oder irgendwas und die Figuren untereinander hatten dann auch keine richtige Bindung. Vor allem, was ich mich immer gefragt habe, das ist, wie können sich eigentlich die Tiere untereinander verstehen? Ich will da gar nicht mit Logik anfangen bei dem Film, weil ich glaube, da könnten wir dann den Podcast auf eine Stunde strecken. Aber also irgendwie, wie du schon sagtest, er war für das Publikum, also er ist ab 6, ich finde, 6 ist gerade mal so die Grenze, 6, 7, wo man noch Spaß haben kann. Ich habe gestern, glaube ich, ein 6- und 7-jähriges Mädchen und einen Jungen mit in der Vorführung gehabt, die haben sehr viel gelacht, denen hat er gefallen, die haben auch danach ihrer Mama berichtet, wie toll das alles war. Aber so, keine Ahnung, als 10-Jähriger hätte ich den schon doof gefunden, glaube ich. Also die Kinder bei mir in der Vorstellung heute, die waren relativ ruhig. Also einer von der Agentur, der bringt öfter eben seine Kinder mit, wenn es Kinderfilme sind. Also das sind eben keine Kinder, die eingeladen werden extra. Ich habe auch schon in Pressevorführung gesessen, wo ganze Klassen mit mir drin saßen. Also das gab es auch schon, aber in den meisten Filmen bringt dann einer von der Agentur seine Kinder eben mit. Und die waren den Film über relativ ruhig. Da ist die Älteste aber auch, glaube ich, circa 10, hätte ich gesagt, vom Anfang. Also die waren vielleicht eher noch mal ein bisschen älter als die Kids bei dir. Aber also ich hätte auch gedacht, also achte mal drauf, wie die Kinder reagieren. Und da kam nicht viel. Also auch bei den Witzszenen, auch bei dem Slapstick, was für Kinder ja noch mal stärker funktioniert als für mich jetzt beispielsweise, da waren sie relativ ruhig. Also das war, Das ist eigenartig. Normalerweise ist das eine Sache, die bei Kindern immer ganz gut funktioniert, ne? Wenn wir jetzt von den Tieren und dem Ganzen, ja, also ich meine, der Film hat 180 Millionen Dollar gekostet, also geschätzt. Wie fandest du überhaupt die Machart, also das CGI an sich? Na, ich fand's schade, also um den auch mal mit dem Eddie Murphy Franchise so ein bisschen zu vergleichen, dass das halt tatsächlich alles weitestgehend mit CGI gelöst worden ist, eben auch die Tiere. Das war für mich schon so ein Wermutstropfen, also gleich die erste Szene mit dem Eichhörnchen ist halt auch komplett CGI. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Eichhörnchen zu trainieren sind, aber also trainierte Tiere im Kino sind jetzt auch keine Seltenheit. Also ich hätte mir da tatsächlich lieber trainierte Tiere gewünscht. Also klar machen die nicht immer genau das, was man gerade möchte, aber man kann das dann ja mit CGI ergänzen. Das hätte ich irgendwie griffiger gefunden, irgendwie cooler gefunden, weil es sieht halt meistens so aus, als würde Robert Downey Jr. und die zwei anderen menschlichen Figuren, die meistens so im Bild sind, einfach irgendwo stehen und um sie herum sind so Comicfiguren. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen wie bei Roger Rabbit. Das ist ein bisschen
Ich kann das nicht anders beschreiben. Also das ist so, es wird alles ein bisschen unnatürlich und dann ist es ja auch alles so bunt und so Bonbonfarben immer auch. Ne? Es ist aber so eher dieses generische Bonbonfarben. Also das, was man halt dann, keine Ahnung, aus irgendwelchen Presets oder sowas wahrscheinlich rausziehen kann. Und ja, ich finde auch, man merkt, die Leute haben einfach gegen eine leere Wand gespielt irgendwie. Also ich meine, man merkt in den Schauspielgesichtern, ja, ob die wirklich interagieren mit den Personen, mit denen sie spielen. Und ich finde, das hat man schon gemerkt, dass da nichts rüberkam. Das ist ein bisschen schade. Vor allem die Prämisse zu Beginn des Films war ja irgendwie, man sah, dass Robert Downey Jr. ja eigentlich in Affenlauten mit den Affen spricht oder in Gänselauten mit den Gänsen und so weiter und so fort. Und vielleicht, wenn man sich was getraut hätte, hätte man da unter Umständen auf so diesen typischen Dialog zwischen Mensch und Tier ja auch verzichten können. Weißt du? Dass man das irgendwie, Er zieht mit den Tieren los und spricht trotzdem in deren Sprache mit ihnen. Also ich hätte da auch keine CGI-Tiere gebraucht, ganz ehrlich. Ja. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo halt die Paddington-Filme sehr erfolgreich sind. Und da spricht der Bär ja auch ganz normal. Also ich glaube, das hätte also dem Publikum heute nicht mehr gefallen. Den Originalfilm aus den 60ern, also die erste Verfilmung quasi, da ist es tatsächlich so, dass der Doktor eben in diesen Tierlauten mit den Tieren spricht und eben nur der Papagei flüssig spricht, weil der Papagei kann ja wirklich richtig echt sprechen. Also das war nach einer Zeit wirklich ein bisschen anstrengend und ich war am Anfang des Filmes auch so halb irritiert jetzt, weil da Robert Downey Jr. ja auch diese Geräusche macht. Mhm. Ich dachte, boah, vielleicht wird das über die Laufzeit des Filmes doch ein bisschen anstrengend und dann switcht das aber dann ja relativ schnell um, dass die Tiere richtig sprechen. Da war ich schon ein bisschen erleichtert. Also ich kann verstehen, wenn man das eine möchte, ich habe es also mit der Sprache definitiv so, wie sie es gemacht haben, besser gefunden. Es war einfach dynamischer. Und wenn man jetzt eben auch ein Kinderpublikum ja erreichen möchte, die dann vielleicht des Lesens noch nicht so ganz mächtig sind, dann kommt man da mit Untertiteln vielleicht auch nicht weit genug. Also das war vielleicht auch so ein bisschen der Zielgruppe geschuldet, dass die Tiere da richtig sprechen. Ne? Na gut, okay, das stimmt. Also meiden ist ja kein Doolittle ab 12 oder so. Genau. Eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen. Wie fandest du die, vor allem jetzt auch in Bezug auf dass es ein Kinderfilm sein soll, da gab es ja streckenweise Referenzen auf so Filme wie Der Pate. Die fand ich komplett deplatziert, weil welches Kind soll damit was anfangen? Ja, das war so schlecht und es war so ein bisschen, das hat bei Zootopia, glaube ich, sehr gut funktioniert, weil das ja auch so ein Stilmix war und Disney, Pixar und Konsorten, die kriegen das ja auch gut hin, Familienfilme zu machen eben. Also da ist eine Anspielung für die Erwachsenen drin, die alten Filme kennen. Das funktioniert aber als Szene für sich halt besonders gut. Also diese Anspielung von Der Pate in Zootopia. Und hier ist das halt wirklich so komplett aus der Reihe. Also mit diesen Ameisen dann eben auch. Ja. Also das hat auch mit der Stimmung der Szene nichts zu tun. Es ist einfach nur da, um eine Referenz zu sein. Und also das zieht sich halt durch den ganzen Film, dass da dann auch so Anspielungen drin sind, dass die Sprache auch so anachronistisch ist zum Teil, dass der eine immer Bro sagt und so. Ja, also das ist schon schrecklich. Ja. Naja, und jetzt, um mal den Elefanten aus dem Raum zu schieben, ich spoiler jetzt mal kurze Spoilerwarnung, quack, quack. Am Ende wird's mir dann echt, der Humor wird mir dann zu anti-kindlich, da kommt dann ein Drache vor und dem Drachen muss Dr. Doolittle einen Dudelsack aus dem Arsch ziehen, um ihm Linderung zu verschaffen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer da auf die Idee gekommen ist, sowas reinzusetzen, aber es hat der Story nichts gebracht. Es hat eigentlich, ich weiß auch gar nicht, wer das lustig finden sollte. Ich glaube, die Kinder haben es nicht kapiert und die Leute, die es lustig finden, ich habe keinen gestern im Publikum getroffen, der das irgendwie humorvoll fand. Ich war ja vorgewarnt, weil das natürlich auch schon durch die sozialen Medien ging jetzt. Der Film läuft ja, wie gesagt, schon ein bisschen in Amerika. Dass es dann auch so gezeigt wird, also es wird jetzt nicht im Detail gezeigt, der Prozess wäre dann ein Ding, aber also das Ergebnis dessen, was dann so rauskommt, das sieht man dann relativ gut. Und es ist alles auch so ein bisschen creepy, weil dann auch vorher schon Leute gefressen werden von dem Drachen, was ein bisschen gruselig ist auch. Und also da hätte man dem Drachen auch einfach einen großen Dornen in den Fuß stecken können und der Nudel zieht den raus. Also das wäre halt alles gegangen. Also dann auch diesen Pipi-Kaka-Humor am Ende des Filmes zu machen. Es war wirklich die Kirsche dann auf der
Weil erst ein Sahnehäubchen und dann kommt noch eine Kirsche obendrauf und dann haben wir das irgendwie perfekt. Gut, soweit habe ich jetzt von meiner Seite her auch nichts mehr hinzuzufügen zu diesem Film. Ich glaube, wir können zum Fazit kommen. Ja, meins wird sehr kurz sein. Ich 5 Punkte können wir vergeben und ich weiß ehrlich gesagt nicht, aus welcher Sicht ich das jetzt irgendwie beurteilen soll. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich ein Kind wäre, das genau 6 Jahre alt ist, würde ich ihm vielleicht so eine 2,5 geben. Dann mische ich aber alles, was älter ist als 6 mit rein und dann wird es schon immer dünner. Deswegen, keine Ahnung, ich glaube, ich gebe ihm mal so gut gemeinte 1,5. Man merkt, dass der Film mehr hätte sein können, als er im Endeffekt war. Ich glaube, man hätte die 180 Millionen auch sehr viel besser funktionieren lassen können. Am Anfang hat er mir sehr gut gefallen. Hätte er das durchgezogen, so die ersten 10, 15 Minuten, hätte er echt ein charmanter Film draus werden können. Aber so leider verbockt. Vor allem, also der Humor, der ist mir dann irgendwann mal tierisch auf die Nerven gegangen. Ich bin da voll bei dir. Du hast gerade die ersten 10 Minuten angesprochen. Die haben sie wirklich sehr schön gemacht. Also mit den Kamerafahrten über dieses Anwesen und über die Wiese davor. Da sind sie dann wirklich noch dabei. Und dann haben sie auch was filmisch, was physisch Vorhandenes, was sie dann eben abfilmen können. Und danach ist es ja nur noch alles aus dem Computer. Also das Meer und die Schiffe und die Insel und all das. Und die Figuren werden ja auch gar nicht richtig eingeführt, die später noch dazukommen. Also es ist alles relativ furchtbar. Ich versuche die Filme, auch die Kinderfilme, die wir hier beim Telestammtisch besprechen, immer auch aus der Sicht eines Kindes zu sehen. Und das gelingt mir relativ gut, weil ich auch sehr viele Kinderfilme so in meiner Freizeit gerne gucke. Alte Filme, Sachen, die ich noch nie gesehen habe. So, also aus der Sicht eines Kindes würde es mir schwerfallen, an diesem Film wirklich Spaß zu haben. Ich lande am Ende des Tages mit meiner Punktevergabe ungefähr bei 2 und weil ich sage, das ist definitiv unterdurchschnittlich, was hier passiert, weil 2,5 ist halt eben für mich so ein Durchschnittsfilm. Und also es ist unterdurchschnittlich, aber es schafft zumindest ein Film zu sein mit einer Handlung, also mit einem Anfang, mit einem Mittelteil und einem Ende. Deswegen mag ich nicht unter 2 gehen, aber inhaltlich hat man das deutlich besser gesehen und ich finde halt die alten Eddie Murphy Filme, auch wenn die mit diesem Original-Setting und dieser Reise und dem Schiff und den entsprechenden Tieren, da haben die ja gar nicht so viel mehr mit zu tun, das ist ja eher so dieses Tierarzt-Setting, auch wenn die damit gar nicht so viel zu tun haben, ich finde die halt wirklich immer noch toll und es ist, also davon wegzukommen, und das ist halt ein stilistisch ganz anderer Dr. Doolittle-Film, fand ich schon wirklich schwierig. Also ich würde den halt wirklich empfehlen, nicht zu gucken. Also für mich war der nix. Oh, gut, okay, dann gibt es von uns beiden eine Nicht-Guck-Empfehlung und ja, vielleicht der Wunsch, schickt doch mal Eddie Murphy ins viktorianische England. Genau. Auf eine Insel. Na gut, Steffen, dann freue ich mich auf jeden Fall. Das Beste an diesem Film war die Besprechung jetzt mit dir. Und vielen Dank. Gut, dann wollen wir mal schauen, wann wir uns das nächste Mal wieder treffen. Und euch da draußen, vielen Dank beim Zuhören und viel Spaß beim nächsten Cast. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Dark Room. Dieser startet am 30. Januar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 89 Minuten und eine FSK 16 Freigabe. Dark Room ist der neue Film von Regisseur Rosa von Praunheim und besetzt ist er unter anderem mit Bozida Kosewski, Heiner Bomhard und Kati Karrenbauer. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, hallo, ich bin erst du, aber dafür der Florian. Grüß dich, Florian. Ja, hallöchen. Freut mich, dass ich hier heute über den Film reden darf. Und für uns beide ist es ja unser erstes Mal sozusagen. Wir haben zum ersten Mal die Ehre miteinander heute. Ja, genau. Und da hast du dir auch gleich den schönen Film Darkroom ausgesucht. Ja, ganz genau. Genau, ja, so ist es. Ja, Florian, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Das heißt, ich weiß auch noch nicht mal, worum es geht. Aber du könntest uns da aufklären. Ja, auf jeden Fall. Also, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ein Film von Rosa von Praunheim und in Darkroom. Du hast auch gerade bei der Anmoderation den wunderbaren Titel nach dem Gedankenstrich vergessen. Oh. Darkroom, tödliche Tropfen heißt er natürlich. Okay. Und in dem Film geht es im Prinzip darum, also wir beginnen mit einer Szene in einem Gerichtssaal. Lars wird an die Anklagebank geführt und wir Zuschauer bekommen relativ schnell mit, dass er wegen mehrfachen Mordes und wegen versuchten Mordes angeklagt wurde. Und infolgedessen bekommen wir dann nach und nach sozusagen häppchenweise die Geschichte von eben Lars erzählt, der eben von diesem Bozida Kosewski gespielt wird.
Zu Lars ist zu sagen, Lars ist homosexuell, arbeitet als Barkeeper irgendwo im Hinterland von Saarbrücken bzw. vom Saarland. Dort lernt er dann irgendwann Roland, der halt von Heiner Bohmhardt gespielt wird, kennen. Roland ist Musiker und möchte, wie so jeder Musiker, irgendwann natürlich gerne mit seiner Band nach Berlin in die große Hauptstadt. Und wir bekommen dann im Prinzip in Rückblenden erklärt oder erzählt, wie Roland eben auch Lars dann mit nach Berlin nimmt, die beiden sich ein scheinbar ganz normales Leben aufbauen. Doch nach und nach bekommt man als Zuschauer dann eben auch die dunkle Seite von Lars mit. Er verkehrt halt auch sehr exzessiv in dieser homosexuellen Szene von Berlin, nimmt Drogen, trifft sich mit anderen Männern zum zwanglosen Sex. Und ja, irgendwann fängt er halt dann an, Männer umzubringen und zu bestehlen und führt somit quasi ein Doppelleben. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir bekommen die Geschichte im Prinzip stückchenweise, häppchenweise erzählt. Also man hat immer wieder Zeitsprünge zwischen halt eben dieser Gerichtsverhandlung, zwischen eben Momenten aus Lars Leben im Saarland oder auch in Berlin. Und dann gibt es noch, ich sag mal, surreale Szenen, die auch noch mit in dem Film integriert sind. In diesen liegt Lars festgeschnallt an einem Bett in der Untersuchungshaft. Und das sind dann so sehr traumartige Szenen. Also ich habe in meiner kleinen Review, die ich schon auf Letterboxd geschrieben habe, es war mein erster Rosa von Praunheim-Film. Und der ist ja sehr bekannt dafür, so wie ich das gehört habe, dass er so sehr kontroverse Filme macht. Und das kann ich jetzt tatsächlich nachvollziehen und war sehr gespannt. Und ja, genau. Aber das erstmal zum Inhalt. Ja, gut, dann hast du ja meine eine Frage, die ich mir vorbereitet habe, schon vorweggenommen, nämlich zum Thema Rosa von Praunheim. Jetzt ist es ja so, Rosa von Praunheim macht, wie du schon sagtest, sehr spezielle Filme, die eben auch nicht aussehen wie Mainstream-Produktionen. Ja. Gehe ich da richtig in der Annahme, dass es bei Darkroom nicht anders ist? Da ist es tatsächlich nicht anders. Also ich hatte die ersten Minuten, gerade in diesem Gerichtssaal, hatte ich teilweise Erinnerungen an, ich weiß nicht, kennst du noch Richterin Barbara Salisch oder Richter Alexander Holt? Das ja, natürlich. Lief, früher, ja, genau. Das waren dann so meine ersten Erinnerungen, die ich dann hatte. Also rein vom Look her sieht das dann doch schon eher recht billig, will ich sagen, aus. Also nicht sehr, kein sehr hohes Production Value im Prinzip. Auf jeden Fall, das sieht man schon, ja. Ja, hat es dich denn gestört oder hast du dann irgendwann dich damit abgefunden? Also tatsächlich muss ich sagen, am Anfang hat es mich ein bisschen gestört und ich dachte, oh Gott, was wird das denn? Aber um das auch vielleicht schon mal so jetzt, um den Stein jetzt mal ins Rollen zu bringen, ja. Es entwickelt sich dann irgendwie eine Geschichte, die mich dann doch tatsächlich mehr mitgenommen hat, als ich gedacht habe am Anfang. Und da war mir dann am Ende auch der, ich sag mal, relativ amateurhafte Look dann doch eigentlich egal, weil alles, was dann wirklich in dem Film passiert, hat mich dann doch schon irgendwie beeindruckt. Das ist ja, nehme ich mal an, kein Film, der jetzt auf große Spektakel setzt. Also nehme ich mal an, wenn ich der Film so mitgerissen hat, dass die Darsteller wahrscheinlich einen guten Job machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gerade die beiden Hauptdarsteller, Heiner Bohmhardt, der eben Roland, den Freund von Lars, spielt, und eben Lars Bossida-Kotschewski, von den beiden ich auch vorher noch nie irgendwas gehört habe, die machen das wirklich richtig, richtig gut. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite sind die beiden tragen auch den Film absolut. Du hast halt, wie du auch gerade schon angesprochen hast, eine Kathi Karrenbauer, ja, die halt eine Kathi Karrenbauer ist, also da mag man halten, was man von man will, aber die beiden Jungs, die machen das auf jeden Fall sehr, sehr gut und die tragen wirklich durchweg diese 90 Minuten, also ja. Rosa von Praunheim ist ja auch dafür bekannt, gerne sehr explizit zu sein, was den menschlichen Körper und Sexualität angeht. Und jetzt haben wir es hier mit einem Film zu tun, der Darkroom Tödliche Tropfen heißt. Tödliche Tropfen wahrscheinlich wegen diesem Liquid Ecstasy, aber halt eben, naja, ich muss das nicht weiter ausführen, ja. Tödliche Tropfen auch doppeldeutig sein kann. Ist er denn auch bei Darkroom jetzt sehr explizit oder hält er sich da eher zurück? Also, wie gesagt, das ist mein erster Rosa von Praunheim, deswegen habe ich da jetzt noch nicht so den großen Vergleich. Also so krass explizit ist es jetzt nicht. Man sieht da natürlich schon mal so ein paar Männerkörper, die sich aneinander reiben. Es gibt auch eine Szene in einem Darkroom, wo dann auch einer von diesen Morden auch passiert. Da geht man dann im Prinzip mit der Kamera so ein bisschen durch diesen Darkroom durch und hat dann so einzelne Blicke in die verschiedenen Räume auch rein. Aber jetzt, also groß explizite Sexszenen oder sonstiges sieht man jetzt nicht. Aber ja, wie gesagt, man sieht schon auch nackte Haut und schwitzende Körper und so ist es nicht, ja, genau. Also kein Brüderfilm.
Nee, auf gar keinen Fall. Also prüde ist das absolut falsche Wort dafür, genau, ja. Ich weiß nicht, bist du mit Rosa von Braunheim irgendwie bekannt, oder? Ich habe ein paar seiner Filme gesehen, nicht alle. Also ich bin jetzt auch kein von Braunheim-Experte. Ich weiß, ob es sein letzter Film ist, aber ich glaube, der hieß Stärke, wo auch Kati Karrenbauer mit dabei war. Den fand ich wirklich herausragend gut. Ja. Und Rosa von Braunheim ist ja vor allem bekannt, einmal für diesen TV-Film, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Titel richtig ausspreche, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, die er erlebt. Ja. Und halt eben diese Kultkomödie, die Bed Wars, die ja die einen wirklich grandios abfeiern und die anderen finden diesen Film einfach nur schrecklich. Ja. Ich habe mir da immer noch keine richtige Meinung zugebildet, wenn ich ehrlich bin. wie gesagt, also ich finde Rosa von Braunheim sehr interessant, auch so gerade als Charakter. Also man sollte sich mal ein paar Interviews mit ihm ansehen, das ist sehr interessant. Ja. Manchmal auch interessanter als seine Filme. Aber was du jetzt so sagst von Darkroom, klingt eigentlich ganz vielversprechend, muss ich gestehen. Ja, auf jeden Fall. Also auf den ersten Blick muss man schon sagen, es gibt viele Punkte, wo ich auch am Ende danach dem Film dachte, puh, okay, also da wäre einmal, wie gesagt, Kati Karrenbauer irgendwie, das hat irgendwie nicht so gepasst. Dann hast du teilweise auch Szenen, wo so eine extrem amateurhafte Greenscreen-Nutzung eben gezeigt wird. Du hast dann wirklich ungelogen Leichen, die noch mit den Augenlidern wackeln. Also das ist teilweise schon echt schwach. Aber ich muss einfach trotzdem am Ende des Tages sagen, irgendwie hat mich der Film gekriegt. Also wie gesagt, die beiden Hauptsteller hervorragend, aber dann auch gerade vor allem diese surrealen, fast schon hypnotischen Traumbilder, die man dann teilweise auch zu sehen bekommt. Und auch dieses, ich sag mal, dieses Eintauchen in diese doch relativ dunkle Drogen- und homosexuellen Milieu, das hat mich irgendwie fasziniert. Also Rosa von Braunheim hat auf jeden Fall, sag ich mal, ein Auge für interessante und für ästhetische Bilder in irgendeiner Art und Weise, ja. Aber das klingt jetzt für mich, der den Film nicht gesehen hat, ich wiederhole mich hier zum achten Mal, nach einem interessanten Thriller, aber kein Thriller, der jetzt auch wirklich fürs Massenpublikum geeignet ist. Ja, also das würde ich jetzt auch sagen. Ich glaube das nicht, dass das jetzt ein Film ist, der jetzt, sage ich mal, ohne da jetzt jemandem nahe treten zu wollen, aber jemandem, der jetzt vielleicht irgendwie 3-4 Mal im Jahr ins Kino geht, der wird erstmal den Film wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass er bei ihm im Kino läuft. Und ich glaube, wenn man da jetzt so einen ganz standardmäßigen Thriller erwartet, dann wird man auch enttäuscht sein, weil, wie schon gesagt, es sind dann doch teilweise echt diese, ja, grotesken, obskuren Bilder, die einen da, mich auch als Cineasten eher berühren, als jetzt den 0815 Kinogänger, glaube ich. Genau, ja. Geht der Film denn sehr deutlich darauf ein, dass es ja basiert auf einer wahren Begebenheit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das tut er eigentlich nicht. Also, es werden auch jetzt keine Namen am Ende des Abspanns oder sowas gezeigt oder es wird auch gar nicht mehr so weit darauf eingegangen. Das Einzige, was halt wirklich ist, du hast am Anfang diese kurze Texteinblendung basiert auf wahren Begebenheiten. Aber ich wollte eigentlich auch noch recherchieren, ob man irgendwie herausfinden können, um welchen Serienmörder es sich da handelt. Aber da ist mir jetzt gar nichts bekannt, ehrlich gesagt. Also ich habe was gerade eben noch dazu gelesen. Ich will es jetzt aber hier nicht sagen, weil das könnte eventuell ein Spoiler sein. Okay, ja. Deswegen lasse ich es lieber. Ja. Und ich würde sagen, hast du noch irgendwas, was du zu Darkroom unbedingt loswerden willst? Ich finde, wie gesagt, der Film ist, das war echt ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, diesen Film zu sehen. Und du hast dann wirklich auch diese ganz vielen verschiedenen Szenen. Du hast dann teilweise Szenen, die so wie so ein Theaterstück inszeniert sind. Also es ist sehr, sehr interessant, was man da zu sehen bekommt. Ja, es war wirklich echt eine sehr, sehr merkwürdige Erfahrung, aber eine, die ich nicht missen will. Und ich habe auch schon gesagt, das wird definitiv nicht mein letzter von Braunheim-Film sein. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie diesen Film in die Hände zu bekommen und der vielleicht in irgendeinem kleinen Kino bei euch läuft, dann gebt euch einen Ruck und schaut ihn euch an. Okay, gut, dann würde ich sagen, ist es Zeit, ein Fazit zu ziehen, das natürlich nur du ziehen kannst. Ja. Du kannst geben 0 bis 5 bewertende Tröpfelchen. Sehr gut, dann hole ich mal kurz meine Pupille raus, nicht meine Pupille, sondern meine Ampulle raus. Meine Ampulle die raus und bitte schön da, die Pupille bleibt drin, genau, aber die Ampulle kommt raus. Ja. Und ich verteile glatte 3 Tröpfchen, weil es dann doch, wie ich schon gesagt habe, so ein paar Sachen gibt, über die ich dann doch nicht so hinwegsehen kann. Gerade wenn dann, wie gesagt, irgendwie eine tote Figur, wenn du dann trotzdem noch siehst, dass sie lebt oder so, dann denke ich mir dann schon, oh Mann, ey, das muss aber nicht sein. Aber
Ansonsten, ja, doch, drei Tröpfchen, vielleicht sogar noch mit einem kleinen Herzchen dabei. Bin nachhaltig beeindruckt. Okay, gut, dann danke ich dir für deine Zeit und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss und gehen in Darkroom. Wunderbar, so machen wir das. Bis gleich. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch mit einer neuen Pseudo-Folge sozusagen. Nämlich wir sind ja Teil von einem Dreigestirn in dieser Folge. Ihr kennt ja den Deal. Ich bin Lasse Vogt, ich bin heute der Hauptmoderator und mit mir zusammen besprechen diesen Film einmal die Anna. Hallo. Und der Paul. Hallo. Und wir reden heute über den Film Kartoffelsalat 3, das Musical. Und da hätte ich doch einmal gerne bitte, Paul, zähl doch mal die technischen Daten auf und wann er rauskommt, bladiblub, und wer so alles mitmacht. Ja, Kartoffelsalat 3, das Musical, wie es ja mit vollständigem Titel heißt, ist eine Musical-Komödie, die am 30. Januar 2020 in den deutschen Kinos startet. Die Regie hat Michael David Pate übernommen und zu den Darstellern zählen unter anderem der YouTuber Freshtorge und Lea Mirzanli und Jasmin Wagner und so weiter. Ja, das sind so einige der wichtigsten abgedeckt, genau. Dann sag uns doch mal bitte, Anna, was ist die Handlung von Kartoffelsalat 3, das Musical? Lässt sich eigentlich ganz schnell zusammenfassen: in Wesselburen, das ist ein Dorf in Dithmarschen, gibt es eine unglaublich chaotische Schule, die Leo-Weiß-Schule, und der droht die Schließung, wenn nicht genügend neue Schüler kommen. Und Mia, die Vorzeigeschülerin der Schule, hat eine super Idee, und zwar machen die ein Musical über ein legendäres Zombie-Virus, was für Nachwuchs sorgen soll. Und die Klassenkameraden und Lehrer gehen mit Elan ans Werk und das wird super und alle sind voll motiviert. Sehr schön. Einige von uns haben ja den ersten Teil gesehen, du nicht, oder? Den ersten Teil nicht gesehen, ich bin da ganz schmerzfrei dran gekommen und so das Resümee war bei mir besser als erwartet, aber schlechter als erhofft. Gar nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, ich habe eine kleine Hintergrundgeschichte mit diesem Team. Und zwar gehörte ich vor einer Weile zu diesem Team. Ja, das ist ein Dithmarschener Filmclub. Die nennen sich teilweise immer so Projekt Kino e.V. Ich habe bei mehreren Filmen von denen mitgewirkt, als Darsteller und Produktionshilfe und so weiter und so fort. Habe auch in dem Trailer für die Organisation selbst mitgewirkt und die haben mir dabei geholfen, meinen Abschlussfilm zu machen. Halt, der Regisseur hier von Michael David Pate war quasi Executive Producer von meinem Abschlussfilm. Und ich kenne mehrere der Leute, die dort beteiligt sind, persönlich. Halt auch, ja, einige der Autoren und so weiter und so fort. Und einige der Drehorte, die dort vorkommen, genau an denen habe ich auch gedreht. Das ist ja krass. Das Haus, in dem Freshtorge wohnt, zusammen mit Joyce Ilk, da sind sie doch in dieser Küche. Genau in dieser Küche habe ich meinen Abschlussfilm gedreht und in dem Treppenhaus und noch ein paar andere Sachen sind mir da bekannt vorgekommen, was ich halt sehr, sehr lustig fand. Und ich war halt aber nicht mehr dabei, als sie Kartoffelsalat angegangen sind. Eine, wie wir alle wissen, weltweit anscheinend verrissene Komödie, die es ja auch auf die IMDb Top Worst Films Ever geschafft hat und dafür eine Weile stand. Ich weiß nicht, ob sie immer noch da war. Paul, du hast ja auch den ersten Teil gesehen. Wie war deine Meinung jetzt zum zweiten im Vergleich zum quasi zum dritten? Das Ding ist nämlich, sie haben sich gedacht, überspringen wir den zweiten Teil und machen gleich den dritten. Was bei mir nämlich auch erst für Verwirrung gesorgt hat. Ich dachte, gab es einen zweiten oder ein Au? Ist auch eine Möglichkeit. Da ist gleich Komödie im Titel drin. Ja. Paul, also was war denn deine Meinung zum dritten im Vergleich zum ersten? Ja, also im Vergleich zum ersten, muss ich sagen, hat es auch meine Erwartungen übertroffen. Mhm. Es ist für mich immer noch kein Superfilm, aber um einiges erträglicher als der erste. Ja, weil ich fand das auch nicht, der erste war grauenvoll oder so. Es war für mich halt nur, ehrlich, ich meine, es war halt so diese Art von YouTube-Humor, die auf so eine ganz bestimmte Zielgruppe abzielt. Und die Produktionswerte waren teilweise ganz beeindruckend. Ja. Aber größtenteils war es einfach so ein Zucker-Abrahams-Zucker-Rip-Off, halt mit mehreren kopierten Gags. Und ich fand es halt sehr beeindruckend, wie viele Gaststars sie dort gekriegt haben. Und hier ist das Genre ganz was anderes. Im Prinzip ist es so leicht edgy Highschool-Musical. Hm.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mochte diesen Film sehr viel lieber als zuerst gedacht. Ich war sogar überrascht davon, dass ich an einigen Stellen wirklich laut lachen musste. Einige der Gag-Ideen sind wirklich gut. Ja, tatsächlich. Die Story selbst ist halt absolut basic, aber mehr muss es auch gar nicht sein für die Zielgruppe, die sie dort anpeilen, denke ich mal. Und ich glaube, mit dieser Art und Weise werden die wahrscheinlich unterhalten werden. Ja, denke ich auch. Weil nämlich im Detail, ich fand ehrlich gesagt, die Liebesgeschichte, die dort erzählt wird, die hat mich am allermeisten interessiert und da war ich voll dabei. Ja, die hat mich total überrascht, weil einfach da dieses lesbische Thema einfach da auch mal zur Sprache gekommen ist. Und das fand ich wirklich einen guten Ansatz bei dem Film. Gut, die Hauptdarstellerin, die Mia, die hat mich krass genervt, weil die ja auch so eine semi-gute Schauspielerin ist. Aber so und grundsätzlich hatte das eigentlich auch ganz gute Ansätze. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Herrn Tittchen, den fand ich echt am besten. auch einer der berühmteren ja. YouTuber da. Ja, genau. Das ist ein YouTuber. Ja, ja, von Waititi. Ja, ja, das ist einer von den Waititi, genau. Einer von denen, einer der anderen Waititi-Leute spielt ja auch diesen Psychiater oder wie auch immer. Ah, okay. Auch in dem Wohnzimmer habe ich auch gedreht, wo die da sitzen. Das ist sehr gut. Na, was ich an der Liebesgeschichte noch so toll fand, sie war halt, also sie hat halt einfach stattgefunden, ohne dass man sich jetzt groß darüber Gedanken gemacht hat, dass es Mädchen sind oder so. Ja, ja, der Film hat das auf eine sehr erwachsene, natürliche Art einfach behandelt, was ich echt schön fand. Ja, genau, es hätte auch Junge und Mädchen sein können. Es war völlig egal und das fand ich echt gut. Genau. Ja, die setzen sich nicht irgendwie so diese Kappe auf, schaut mal, wie progressiv wir sind und so weiter, sondern es ist einfach nur, nö. Hallo, ist, wir sind Lesben, hier. Ja, genau, es ist einfach nur, es gehört einfach so dazu und es macht auch niemand irgendwie Aufhebens drum von den anderen Figuren. Es ist dann einfach, ja. Yay, oh, du hast Gefühle für dich, okay, dann schauen wir mal, oder dies und das. Es ist einfach, es kommt nicht einfach wirklich so zur Sprache, einfach weil es so natürlich behandelt wird. Und ich kann wirklich nicht genug sagen, wie herrlich erfrischend ich das fand. Ja, das stimmt. Das hat mich auch sehr positiv überrascht. Das, wo es mir ein bisschen, ist so schade, was heißt das Musical? Es war halt nur leider nicht unbedingt mein Fall im Bereich Musical. Ich meine, so Musicals zu drehen, ist sehr aufwendig. Und ich muss sagen, der Film war besser als Cats. Aber und ich fand eben die Art und Weise, wie, ich meine, man sieht halt, da steckt Mühe hinter, da steckt Choreografie hinter und so. Und ich fand, einige der Songs gingen ganz gut ins Ohr. Ja. Ein paar der Songs waren ganz nett. Und ich meine, die haben halt aber größtenteils so diesen leichten Autotune, modern Flair, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Aber ein paar waren dann halt besser als andere. Aber ich fand die, was ich nicht gut fand, war die Struktur der Songs. Es kam immer ganz oft mehrere nacheinander ohne Raum zum Atmen. Ja. Und in einem anderen Film hätte man das irgendwie besser verteilt. Mir hat auch so ein bisschen bei den Songs der emotionale Wumms gefehlt. Also, das mich halt einfach mitgegriffen hat. Zum Beispiel, ich habe Vergleich mir, gut, das kann man jetzt eigentlich nicht wirklich vergleichen, The Greatest Showman angeguckt und da dachte ich mir so, boah, geile Songs, eigentlich wirklich gut und das kann man nicht so vergleichen, aber da hat mir halt einfach so ein bisschen das Emotionale gefehlt, was mich mitgerissen hat. Aber was ich noch ganz kurz loswerden will, was ich ganz, ganz grässlich fand in dem Film, das mich tierisch aufgeregt hat, ist dieses unreflektierte, bösartige von dieser Rektoren und von diesen das hat mich so genervt. Ja. Das war halt überspitzt. Das war unfassbar. Es war nicht überspitzt, es war, ja, wir gehen ein bisschen in Klamauk und übertreiben es und machen es dann noch schlecht. Das hat total gekippt. Ja, stimme ich voll zu. Auch, also ich fand nicht nur die andere Schule quasi, die Elite-Schule, sondern auch am Anfang diese typische Dreier-Mädchengruppe zum Beispiel, wo, ich glaube, Franziska hieß sie? Ja, die drei Bitches. Ja, die fand ich auch sehr anstrengend. Ja. Lustigerweise mit einer der sozusagen in Anführungszeichen Bitches habe ich auch schon gedreht. Das war die Hauptrolle von meinem Kurzfilm. Was auch, ich wusste gar nicht, dass ich hier mitspiele und ich saß da so, nein! Das fand ich doch sehr, sehr lustig. Ja. Ich meine, ich habe halt das gesehen, was es ist, diese extreme Überhöhung von diesem Klischee. Weil das Ding ist einfach, diese Art von Klischees gibt so nicht wirklich in Deutschland. Halt, das haben sie ganz offensichtlich aus den amerikanischen Vorbildern übernommen. Und diese Art von
Klassendenken, die da manchmal ist und so weiter und so fort. Und halt diese Art von Stereotypen ist jetzt nicht unbedingt so mega alltäglich hier. Und deshalb wirkt das vielleicht etwas befremdlich. Und ja klar, wie sich dann die bösen Rektoren oder wie auch immer dann verhalten, wie Dämonen und all ja, das. Wie der Rektor sieht da so einen widerlichen Pedo-Strip, Entschuldigung, dass ich das nicht so abgeleistet habe. Das fand ich ein bisschen grenzwertig. Was aber geil war, war dann ihre Reaktion. Das hat wirklich die Szene so richtig verkauft. Das fand ich extrem lustig, wie sie dann guckt und sich so dann weglaviert. Ja. Das fand ich dann doch ganz nett. Weil es ist halt so dermaßen, weil ich glaube wirklich, der Film ist gemacht für 12- bis 14-Jährige wahrscheinlich. Und die werden halt auch mit diesem. Es hat mich halt erinnert an diesen vom Stil her. Es wirkt so ein bisschen wie edgy Disney-Channel-Zeugs irgendwie. Er ist auch gemacht wie ein großes YouTube-Video eigentlich. Das passt doch ganz gut zu den Songs, also die man jetzt hört. Das ist nichts, also es ist nichts herausragend und es ist nichts Besonderes. Man hat das einfach, man hat diesen Style von so einem YouTube-Video, hat man, also finde ich auch hier wieder auf die Leinwand einfach so gepresst. Ja. Ja, wenn du es so sagst, dann ist es wirklich ein ganz langes YouTube-Video. Einige Shots fand ich wirklich richtig gut. Das ist bei dem einen, wo das so diese, wo sie auf dem Rummel sind und du siehst dieses Fahrtding da im Hintergrund, wenn sie sich dann, wenn sie so auseinandergehen. Ich fand, das war ein toller Shot. Ich fand, diese Höllensequenz war visuell sehr interessant gemacht. Ja. Stimmt, das war auch, das hat mir auch sehr gut gefallen, dieses eine Lied da. Ja, teilweise war der Schnitt halt ein bisschen hektisch, aber ich denke mir, man tut, was man kann, wenn man halt diese unfassbar vielen Elemente hat und halt mit so unglaublich vielen Komparsen arbeitet auch noch. Ja. Ist schon, meine ich, ganz schön krass, was da für ein Aufwand betrieben ist. Ich weiß halt nicht, wie hoch das Budget war, aber da wurde einiges reingepumpt aus der Ecke, was das angeht. Ich meine, da ist ja auch Filmförderung Schleswig-Holstein beteiligt und sowas. Also es ist ganz schön cool. Ich fand's halt lustig, wie dann halt im Prinzip Fresh Talk ja so ein bisschen verschwindet größtenteils. Das ist halt nicht sein Film. Er war die Hauptfigur im ersten Teil und jetzt führen sie quasi die Musical-Version im ersten Teil auf. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber im ersten Teil gab es dann Zombie-Virus in der Schule und ja, das war ein Zombie-Film. Das war ja schrecklich. Oh. Ah, okay, ja. Deswegen hat er sich auch so geschämt und das wäre jetzt ein Spoiler, deswegen sage ich es nicht. Das Problem ist, ich hatte die Einzelheiten vergessen vom ersten Film und deshalb wusste ich nicht ganz genau, was mit dem los war. Ja, stimmt das. Ja. Bis er dann irgendwie das alles sagt. Und auch noch, dass ich halt erst nicht wusste, was seine Rolle war in dieser Schule und dann dachte ich, oh, ist er Schulleiter? Anscheinend. Ja. Anscheinend ist er jetzt wohl der Schulleiter. Ja, im ersten war er nicht im ersten Schüler, war er ja im ersten. Und dann ist er Schulleiter. Weil er ja die irgendwie gerettet hat. Ja. Ach so. Ja, wenn man die Schule rettet, ist man automatisch Schulleiter. Das ist klar, logisch. Deswegen heißt es auch Kartoffelsalat 3. Ja. Nee, aber wenn das wirklich so war und er dann so gestanden, na, weiß nicht, darf man das spoilern? Oder? Ich, lieber nicht. Die kommt sich darauf an. Ja. Das ist dann eigentlich schon ganz lustig, wenn man der erste Teil so schlecht war und er dann hat er ja sich von der Seele geredet und mein Gott, es tut mir leid, ich hab damals die Kinder zu Zombies gemacht. Dann finde ich das eigentlich schon wieder ganz lustig, weil ich habe ja den ersten Teil nicht gesehen, deswegen habe ich das nicht in Bezug gesehen, aber dann macht das Ganze schon Sinn, dass er sich geschämt hat, weil es so schlecht war. Ja, ich glaube halt, wer den ersten Teil nicht gesehen hat, wird dir total verloren sein, weil es doch teilweise relativ wichtig ist, ein paar der Einzelheiten zu kennen. Sonst kennt man diese Figuren nicht und so weiter. Aber ich meine, dem Film geht es ja auch nicht irgendwie jetzt darum, die Charaktere wirklich tief zu entwickeln. Mit der Ausnahme halt, wo der Film sich wirklich größtenteils ernst nimmt, ist mit der Liebesgeschichte. Ja. Und da funktioniert das auch ziemlich gut. Auch die Art und Weise, wie sie dann halt so aus ihrer Schüchternheit rauskommt und wie halt, sie ist halt so auch dieser übelste Workaholic. Dazwischendurch, ich fand diese Leiter-Gags ziemlich lustig auch. Ja. Ich fand einer der besten Gags, wo ich richtig laut gelacht habe, ist, da gibt's diese eine Nebenfigur, die ganze Zeit brüllt, weil sie offensichtlich einen Hörschaden hat. Ja. Und dann wird das eingeführt in einer der ersten Szenen, wo sie halt immer Ohrenstöpsel drin hat und schreit, weil sie nicht richtig hören kann. Und dann gibt's dieses Frequenz wie so auf dem Mikrofon von der Schülerdurchsage und alle ducken sich und halten sich die Ohren zu, bis auf sie. Sie bleibt halt einfach stehen, guckt sich verwirrt um, was alle machen. Das war wirklich schön visuell erzählt und wie sie immer wieder auf diesen Gag zurückkommen, war halt ziemlich gut. Also es gibt wirklich ein paar richtig gute Gags hier, also wo ich doch noch dachte, hey, da ist was originell und so. Aber halt dem Film geht's, denke ich, in erster Linie darum,
halt diese gewisse bestimmte Zielgruppe zu unterhalten und dass sich dann die Fans freuen, oh, da sind die Lochis und oh, da ist jemand von YTT ja. und so. Ich denke, den geht's darum. Genau, man sieht ja viele. Ja. Man sieht ja viele YouTuber, die hier auch Gastauftritte haben und einfach. Einige sind da. Davis Schulz, halt die Lochis, wie gesagt. Eine größeren haben wir auch. Martin Semmelrogge hat einen Gastauftritt. Joyce Ilk ist nur in 2 Szenen, glaube ich. Ja. Blümchen. Da bin ich auch drin, so auf der Couch gesagt. Ah, da Blümchen spielt auch mit. Da habe ich ja schon lange nichts mehr gesehen. Wer ist Blümchen? Jasmin Wagner. Die war früher Pop-Sternchen Blümchen. Oh, ich kenne mich da nicht aus, sorry. Das ist nämlich so. Das perfekte Beispiel, weil ich bin halt wirklich nicht die Zielgruppe. Ich kenne einige dieser jungen, hippen Leute nicht, die jetzt irgendwie die Vorbilder und... Achso, nee, das ist überhaupt nicht hip. Ich bin mit der groß geworden. Das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, da wo die in war, also wo sie halt Musik gemacht hat. Du bist schon... Das ist schon ewig her. Du bist schon über 30? Da bin ich... Ich dachte, du übertreibst jetzt irgendwie. Nein, nein, ich bin wirklich über 30, bald 40. Ach so, na dann. Ja gut, aber die kannte ich halt trotzdem nicht, also was? Ja, nee, weil es ist, das ist aber auch schon ganz lange her. Ah, okay, na dann. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, sozusagen. Naja, so oder so. Das Ding ist halt, man kann nicht so mega viel dazu sagen, als einfach, ja, es ist dieses Gag-Musical, dass sich teilweise erstaunlich ernst nimmt tatsächlich und das auch noch an den richtigen Stellen. Ich meine, ja, es ist überdreht und trägt ganz schön dick auf bei bestimmten Sachen, weil es halt eben sich auf diese ganz besondere Zielgruppe fixiert. Aber ja, wie sehe dann jetzt mal euer halbwegs subjektives Fazit aus? Oder habt ihr noch irgendetwas anderes dazu zu sagen, bevor ihr zum Fazit kommen wollt? Nee, eigentlich habe ich alles gesagt. Nee, ich bin auch durch. Na, okay. Dann, dann sage ich einfach mal von mir eine 2,5. Weil, ja, für das, also die Lesben-Szene fand ich halt einfach, wie das eingeflossen ist, fand ich ziemlich gut. Das kriegt von mir ein Sternchen. Dann, es war nicht so schlecht wie erwartet, gibt es ein Sternchen. Und um die goldene Mitte kriegt es halt noch ein halbes Sternchen. Ah, ja. Ja, also ich war ja wirklich vom ersten Teil, ja, geschädigt, sage ich mal. Weil ich fand den richtig schlimm. Aber mich hat der zweite jetzt auf jeden Fall besser unterhalten, wobei ich weiß nicht, ob ich unterhalten sagen kann. Er ist halt wirklich auf diese Zielgruppe zugeschnitten und auch wenn ich wohl vielleicht jetzt noch am ehesten auf YouTube unterwegs bin von uns, muss ich sagen, es sind nicht meine YouTuber oder ich guck halt, kann mit den wenigsten hier was anfangen. Ich fand die Ansätze auch schön, wie Anna gesagt hat, aber für mich, es ist nicht subtil, es ist auch die Witze, die habe ich auch gefühlt schon tausendmal gesehen. Die Lieder fand ich auch noch ganz gut. Für mich war es aber nichts, was irgendwie jetzt herausragt. Ich würde 2 von 5 geben. Ah, okay, ja. Nee, also einer der wenigen YouTuber, von denen ich wusste, wer die sind und denen ich folge, war Klingan. Der spielt einen der Kritiker. Ja, ich auch tatsächlich. Den mag ich allgemein gern und sein Auftritt hier war halt auch ganz lustig. Ich bin da auch so ein bisschen in der Mitte, weil ich würde jetzt nicht wirklich sagen, ich sitze im Glashaus, weil ich halt tatsächlich die Leute persönlich kenne, die den gemacht haben und die mir wirklich sehr geholfen haben auch. Aber ich habe halt auch zum ersten halt damals gesagt, was ich ernsthaft davon halte und die nehmen das mit Humor. Also ich schwanke so zwischen 2,5 und 3 in dem Sinne von halt, weil ich mich so ein bisschen versuche hineinzuversetzen in die Zielgruppe. Und für die wird das höchstwahrscheinlich lustig. Es ist genug Energie drin. Die Shots sind sehr, sehr flüssig, sehr, sehr viele lange Einstellungen und so weiter, sehr viel Kontrolle und Energie. Also da würde ich mal sagen, mir tun halt die Eltern leid, die damit überhaupt nichts anfangen können und sich da vielleicht reinzerren lassen müssen. Aber vielleicht können die Kiddies, die ihre YouTuber auf der Leinwand sehen wollen, ja auch alleine reingehen. Und dann werden sie für 1,5 Stunden, denke ich mal, gut unterhalten und sich dann auch den Soundtrack holen. Und ja, also ich weiß nicht, was wir noch so alles erwarten können. Ob dieser Film halt auch so ein großer Erfolg wird, wer weiß, wir werden es sehen. Ich würde es ihnen gönnen. Ich fände es cool, wenn die weiterhin so stetig irgendwie, weiß nicht, in dieser Qualität weitermachen. Haben wir vielleicht bald noch so ein richtig geiles, mega, boah, Meisterwerk. Oder vielleicht öffnet dieser Film auch noch die Türen für mehr Filme dieser Art, die sich noch so ein bisschen mehr trauen. Ja. Also ich schwanke so zwischen 2,5 und 3 von 5. Ja. Mach doch einfach 2,75.
3,75 ist gut. Vielleicht mache ich 3,75. Gute Idee. Jawohl, das ist unsere kleine bescheidene Meinung zu Kartoffelsalat 3, das Musical. Falls ihr jetzt einen großen Verriss erwartet habt, tut uns leid. Der Film ist nämlich eigentlich gar nicht so übel. Nun denn, gibt es noch etwas, was ihr hinzufügen wollt? Nein. Nö, eigentlich nicht. Tja dann, wollt ihr noch vielleicht irgendetwas von euch pluggen oder meint ihr, das ist auch nicht mehr nötig? Oh, mein Name ist Anna Spieß, ich bin von Comic-Katze und wir haben unseren Comic-Stammtisch in München am jeden zweiten Mittwoch des Monats im Kleinze 17. Yay! Super. Ja. Wie ist mit dir, Paul? Ja, und ich bin ja Paul. Und als Nachbar von Melies schreibe ich zum Beispiel auf Instagram und Letterboxd Reviews zu aktuellen Filmen. Nice, super. Ich bin Lasse Vogt, wie ihr alle wisst, und ich hätte es sehr gerne, wenn ihr meinen Blog auschecken würdet, squirrelgeek.wordpress.com, da ist jetzt jede Woche immer etwas los. Jetzt zuletzt gab es erst eine Kritik zum Witcher-Soundtrack, da unbedingt mal reinschauen, da bin ich sehr stolz drauf. Und ich hoffe, euch haben diese Reviews hier gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal hier auf dem Telestammtisch. Bis dann, wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.